acting like Randy. You drop and go out to the granny. You make a bullet, you ban it. The killers understand it. Moin, moin, ihr Landratten, was geht? Kamera läuft, Blackout ist hier und so. Mit Zink eine kleine Duel-Runde. Mittlerweile haben wir beide unsere Gesichter gezeigt. Wer es noch nicht bei Zink gesehen hat, checkt mal seinen Channel aus. Da ist sein Face-Reveal. Meiner Meinung nach richtig geil gemacht. Hat er super geil gemacht mit der Hilfe von Christoph, einem Kollegen. Von uns oder auch von ihm richtig nice. Von daher verpixeln wir jetzt auch keine Nummernschilder mehr und so weiter. Das ist einfach so aufwendig. Und das Video dauert auf jeden Fall 10-mal so lang zum Schneiden. Ja, wie ihr wahrscheinlich hört und wisst sowieso, ich bin immer noch im Ausland in Auckland, in Neuseeland. Aber ich vermisse das Motorradfahren so doll. Ich habe heute das Video von Zink gesehen, Dual Vlog mit mir. Das war damals noch original aufgenommen. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Und da habe ich so Bock bekommen. Ich vermisse das Motorradfahren so. Immer diese kleinen Straßenrennen, wie hier, immer ein bisschen Spaß haben. Wenn mal einer mit einem big, dicken BMW denkt, er kann irgendwas, den mal kurz abzuziehen. Ja, das vermisse ich einfach so. Das sind die geilen Zeiten. Das ist das Motorradgefühl, die Leidenschaft. Das ist so geil. Oh, der hatte mal wieder keine Chance. Genau, und damals war das Wetter, als wir das aufgenommen haben, richtig geil. Schön sonnig. Hier, ich der Gewinner. Und er der Loser. So sieht das aus, wenn du im Motorrad fährst. Ja, auf jeden Fall. Genau, das Wetter war richtig geil. So ist es jetzt gerade hier draußen auch. Ich vermisse einfach so doll das Motorradfahren. Dann juckt es so in der Gashand, wenn ich hier das Video sehe, wie ich damals gefahren bin. Damals hatte ich noch nicht die Schutzkleidung. Das sind noch meine alten Handschuhe. Die Vanucci hatte ich da noch nicht. Ich bin da auch mit Pulli gefahren. Psst, aber erzähl's keinem. Oh, diese Fehlzündung. Ein Traum. Meine kleine Cover. Wow. Zu Hause steht sie in der Garage, bereit sozusagen, wenn ich wieder da bin, aufzusteigen und weiterzufahren. Das werde ich auch direkt machen. Dann schnapp ich Zink, schnapp meine Kamera und haufe euch wieder ein paar Videos raus. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Guck mal hier, jetzt sind wir in so eine richtig geile Gegend gefahren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das ist. Irgendwo in der Nähe von Hamburg, auf so einem Dorf. Das sieht auf jeden Fall richtig schön aus, oder? Irgendwie wie so ein... wie heißt denn das? So ein Kinderbuchdorf oder so. Oh, jetzt noch mal einen schönen Wheelie raushauen. Geil. Der Typ in dem Auto hat man das leider nicht gesehen, aber der hat sich so gefreut. Der hat richtig gegrinst und mit dem Finger gezeigt. Also nicht den Mittelfinger, sondern den Daumen. Also ja, yeah, richtig geil gemacht. das war richtig geil. So, ich kann noch mal kurz eine Frage beantworten. Es haben mich viele gefragt, gibt es noch Autogrammkarten und so weiter wie Weihnachten? Ich habe ungefähr noch 100 Autogrammkarten und Gratis-Sticker bei den Bestellungen dabei. Das Problem ist leider, DHL ist halt todeshart die Verzögerung, klar wegen Weihnachtsgeschäft. Deswegen sieht es so aus, als würde man nicht mehr das rechtzeitig vor Weihnachten geliefert bekommen, wenn man das jetzt bestellt. Ich weiß nicht, an eurer Stelle würde ich das, wenn ihr es unbedingt wollt, heute Morgen noch versuchen. Und sonst kriegt ihr das halt nachgeliefert. Das ist halt ein bisschen schade. Aber besser als gar kein Landratenpulli. Zink hat jetzt auch seinen eigenen Merch rausgebracht. Zieht euch den mal rein. Und wer es mitbekommen hat, ich mache ja jetzt Vlogs. Am Anfang habe ich noch recht viele Klicks dafür bekommen, was mich überrascht hat, wo die Qualität noch recht schlecht war. Und jetzt, wo die Qualität meiner Vlogs immer besser wird, kriege ich immer weniger Klicks. Das ist richtig schade. Klar, ja, die meisten von euch haben mich wegen Motorradfahren abonniert. Ich fahre auch weiter Motorrad, aber seht es doch mal ganz logisch. Es ist Winter, das Wetter ist scheiße in Deutschland. Ich habe mir diese Reise, diese Weltreise, 2-3 Jahre habe ich darauf gespart und jetzt mache ich die und ich nehme euch mit der Kamera mit. Ich zeige euch wenigstens, was ich hier so mache, dass ich auch trotzdem an YouTube dranbleibe. Ich könnte auch den Kanal für 6 Monate stilllegen. Würdet ihr das besser finden? Ja! Fast vom Vogel erschlagen! Geil! Das sah ja wunderbar heftig aus. Ja.
Digga, das war ein Kamikaze-Vogel. Zack! So, deswegen, wahrscheinlich wäre das eigentlich nicht besser. Ich gebe mir immer Mühe und wenn ich wieder in Deutschland bin, kommen wieder Motorrad-Videos. Also braucht ihr nicht danach fragen. Ich versuche auch hier mal eins zu organisieren. Ich weiß, das sage ich schon lange, aber in Amerika beim Roadtrip war es quasi unmöglich. Da hatten wir ja auch außerdem den Mustang. Dazu noch was leihen wäre ja unlogisch. Wir fahren ja jeden Tag weiter beim Roadtrip. Und jetzt hier in Neuseeland ist das so teuer. Wow, also ein Motorrad hier auszuleihen für einen Tag kostet um die 300 Euro für einen Tag. Und dann muss man sich noch Helm und so weiter ausleihen und so. Und an einem Tag würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel fahren können oder aufnehmen. Da müsste ich das schon eine Woche bieten oder so. Und dann könnte man sich quasi schon fast eins kaufen für den Preis. Deswegen bin ich ja am Überlegen. Ich habe halt schon Lust. Ich würde auch gern Videos bringen. Aber es ist quasi nicht umzusetzen. Das ist halt echt schade. Aber deswegen bringe ich jetzt so ein bisschen Videos von da, von damals. Ist das noch ein bisschen windig. Motorrad. Sagt mal, ob ihr das feiert. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr solche Videos feiert. Auch wenn die nachkommentiert sind. Und es ist natürlich dumm, wenn ich mir selber dauernd dazwischen rede. Aber okay. Ja. Für die, die jetzt hier reingeschaltet haben und schon lange keine Vlogs mehr gesehen haben, bitte tut mir doch den Gefallen und schaut euch mal noch Vlogs von mir an, die ein bisschen neuer sind. Also einer der letzten Tage. Ich blende euch auch hier mal kurz einen ein, dann könnt ihr mal sehen und dann sagt ihr mir doch mal, ob ihr das wirklich so scheiße findet. Ich verstehe nicht, wie ich 120.000 Abonnenten habe. Und mein letztes Video hat 8000 Klicks. Also das ist echt richtig traurig. Ich weiß, ich will mich nicht beschweren und so. Das Meckern auf hohem Niveau und sind immerhin noch 8000 Menschen, die meine Videos sehen. Absolut abgefahren, klar, keine Frage. Aber es ist halt so, so ein Motovlog, den nimmt man auf in einer Stunde, der ist geschnitten in einer Stunde und dann ist er hochgeladen in zwei Stunden. Und so Daily Vlog mit Musiksequenz und so weiter, den schneide ich halt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden. Dann ist es halt echt schade, wenn der so wenig Aufmerksamkeit kriegt. Deswegen packe ich den auch kurz hier rein, zieht euch den rein und dann sagt mir, ob euch das gefällt. Trotzdem will ich mich natürlich nochmal bedanken für die Unterstützung von euch. Ich finde das richtig geil. Die wahren Landratten sind immer noch da. Klar, es gibt auch die, die nur Motorrad feiern. Ich verstehe euch, ich finde das nicht schlimm. Motorrad ist auch richtig geil, aber es wird auch wieder kommen. Zur Not, bevor ihr hatet, deabonniert mich, wartet ein halbes Jahr, abonniert mich wieder und dann kommen wieder Motorradvideos. Dann gibt es auch was zu feiern. Ja, anders können wir es halt jetzt nicht machen. So läuft das halt. Und wenn sonst, schreibt mir Kommentare, gebt mir Vorschläge, Tipps und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt Zink aus, der bringt auch mehr normale Videos in nächster Zeit. Der hat auch was Geiles vor. Und sonst sehen wir uns im nächsten Travel-Vlog. Ich spiele mal hier so eine andere von damals ein. Also, Leute. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und haut rein, ihr Landratten.
Wir verlassen jetzt diesen heftigen Strand. Es bricht mir immer so ein bisschen das Herz.